So, Freunde, wir sehen jetzt im Legacy zwei Modern Decks. Ich bin echt gespannt. Links Teemo Cascade, das ist ja schon ein bisschen länger geportet und das ist, glaube ich, eines der stärkeren Decks im Legacy. Und auf der rechten Seite sehen wir Hammer Time mit einem Turn 1, das ist, glaube ich, ein Esper Sentinel. Ja, ein bisschen Glare haben wir bei dem Match im Bild. Bin gespannt. Hammer kann ja ultra explosiv sein. Kann Turn 1 schon Rhinos legen. Okay, startet aber nur mit der Tropical Island. Ne, schönen schwarzrandigen Tropical Island. Und Hammer Time kann ja zumindest. Oh, das ist ein Wasteland, glaube ich. Hammer Time kann ja auch relativ zügig abgehen. Okay. Das ist ein Stoneforge Mystic. Das machen mir auch die Spieler echt nicht leicht mit den Alternate Artworks. Da bin ich nicht so stark, muss ich gestehen. Da kommt die Kaldra Complete. Komplett. Und dann der Attack mit dem Esper Sentinel für 1. Gut. Ich glaube, das ist ein Start, den kann Teemo Cascade eigentlich schlagen. Der Stoneforge könnte man jetzt abrüsten. Kaldra, wenn es auf dem Board liegt, ist dann schon ein Problem. Da gibt es nicht so. Wobei man kann den Token bouncen. Dafür haben sie jede Menge Sachen im Deck. Von dem her. Okay, und wieder nichts. Turn 2 und Hammer hat jetzt quasi die Stoneforge Activation. Oh, Saga. Ursa Saga, auch so ein All-Star in allen Formaten, wo die Karte legal ist. Und ich liebe sie, muss ich gestehen. Ist einfach eine von den cooleren Karten. Okay. Der wird aktiviert. Da kommt Kaldra. Wird nochmal umgetappt. Okay. Fair. Dann kommt der Trigger. Mit dem Charm-Token und ein Attack mit beiden Kreaturen. Könnte vielleicht sogar der Ambush kommen mit den Rhinos. Oh, genau. So ist es. Esper Sentinel kriegt Plus. Gibt es einen Trigger? Ich hoffe, die Spieler denken dran. Ja. Und dann wird Cascaded. Jetzt war eben die Crashing Footfalls heißen sie, glaube ich, finden. Für die 244 Rhinos mit Trampel. Da wird auf jeden Fall dann der Esper Sentinel gehen müssen. Okay. Sogar ein Doppelblock, das macht auch Sinn, ja, weil den Kaldra-Token will man eh nicht blocken. Ja, ich würde das Wasteland schon noch aktivieren, Kollege. Okay, nimmt die Tropical. Okay. Fetchland. Oder? Ne, es war ein Wasteland, genau. Wasteland auf die Saga und Attack mit den Rhinos. Ja, die machen schon auch gut Druck, gell? Also muss man ehrlich sein. Aber ich sehe da Swords to Plowshares auf der Hand von unserem Hammertime-Spieler. Und ja, wie heißt er? Freunde. Sucht Artef deckt die Top 5 auf oder Top 4, sucht ein Artefakt, immer wenn ein Artefakt ins Spiel kommt, kriegt er plus 1 Counter. Einmal im Zug, habe ich auch in Modern gespielt, im
Ursa Topter Sword Combo Deck. Findet dann die Topter und dann wieder der Tech. Mit Stoneforge und Kaldra. Spannend. Das stand jetzt ein Race, das gewonnen werden kann, oder? Geht auf 4. Dann attackt man wieder mit allem. Wenn man nochmal ein Artefakt findet, ist der Typ 3, 4 plus 5. Ja, würde reichen. Wenn Oli auf Thermo Cascade nichts hat, aber das wird wahrscheinlich auch nicht der Fall sein. Okay, nur Attack mit einem Rhino. Jump. Ne, kein Jump. Ja. Wobei es in der Turn was geändert hätte, aber man kann ja auch nächste Runde noch jumpen. Okay, Artefaktland kommt ins Spiel, Trigger. Das ist natürlich schon der Bonus im Legacy. Nur die Kaldra greift an. Okay. Relativ respektiert da nochmal Rhinos, würde ich sagen, oder? So wie es aussieht. Okay. Ich bin gespannt. Ich glaube, das war's, ja. Die Kaldra kann halt, wenn Olli kein Land gefunden hat, kann man die nicht bouncen. Kein blaues Mana bis jetzt. Ah, oder ist es ein Land? Ne, ist ein Wasteland. Tjo. Okay. Shadow Spear der Draw. Guter Draw. Guter Draw. Wieder nur Attack mit Kaldra. Jetzt wird der Attack zurückgenommen und spielt man noch ein Shadow Spear. Okay. Ist nicht ganz sauber, aber mein Gott. Und die das zulässt. Equip. Ja. Und dann hat man zwei letale Attacker quasi. Da wird nochmal nach Combat nochmal ein Land gelegt. Also alles jetzt relativ übles Out-of-Order-Sequencing, aber gut, passiert. Jo. Das ist letal mit Jump Jump, oder? Oder hat er keine Marke? 3, 4, 5. Okay, ja, stimmt. Stimmt, stimmt. Okay, war's trotzdem. Spiel 1 geht an Hammer Time. Mulligan Entscheidung. Beide Decks, die eigentlich eine relativ explosive Starthand wollen. Von dem her ist es schon interessant, ob gemulligant wird oder nicht. Okay. Turn 1 Esper Sentinel, so wie es aussieht, von der Plains runter. Und Olli hat auch ein Land gespielt, also Thermo Cascade. Fetchland, so wie es aussieht. Aber was war eins? Keine Ahnung. Falls ihr die auseinander kennt, die Expeditions, ich habe ja auch ein paar gehabt, aber ich kenne deswegen nur die Sulta Expeditions. Da kommt Ursas Saga. Okay. Gute Drop natürlich. Und wieder keine Saga. Ja, okay. Relativ lax wird da gespielt, sagen wir mal so. Das ist ein Sigardas 8, so wie es aussieht, das da liegt.
Okay. Und ihr wollt das Wasteland aktivieren. Ach, deswegen hat man auch die Saga zurückgenommen, verstehe. Wenn man dann danach das Wasteland entdeckt hat. Dann wird Force of Vigor gespielt. Und für den Esper Sentinel gezahlt. Auf Sigardas Aid und Sentinel. Nicht schlecht. Das ist tatsächlich nicht schlecht. Da wird End of Turn noch gefetcht. Ich weiß nicht, ob Thema Cascades im Legacy auch einen Triumph spielt. Könnte natürlich sein. Nee. Okay, nur Fetch auf, also nur Fetch auf eine Tropical, was natürlich immer noch insane ist. Oh, eine schöne Tropical. Muss ich wiederholen. Also kann ich nur befürworten. Okay. Da kommt eine Taiga. Damit ist Mana schon wieder offen für die Rhinos. Für den Violent Outburst. Das sehe ich, glaube ich, auch auf der Hand. Artefaktland ist der Landdrop. Und das ist, glaube ich, eine Chalice, oder? Nee, das ist der Typ, der mit Metalcraft quasi für null equipped. Wie auch immer er heißt. Chat, helft mal aus. Heute bin ich nicht so mit Kartennamen. Schreibt was rein, wie er heißt. Okay, wir sehen wirklich das Vineland Outburst End of Turn. Haben wir ganz schön weit cascaded. Schönes Deck auch. Okay, da ist es. Crashing Footfalls wird gecastet. Genau, dann bin ich gespannt. Entap. Das ist schon ganz schön viel Schaden, muss man sagen. Die Rhinos habe ich tatsächlich unterschätzt, als das Set rauskam, muss ich gestehen. Aber ich glaube, das ging vielen so. Attack und okay. Einer von den Outly-Dingens. Removal Spells. Mann, heute habe ich es echt nicht mit den Namen. Removal Spell ebenfalls. Okay. Das ist die Frage. Das ist das zweite Wasteland. Ob es Sinn macht, von irgendwas runterzunehmen? Wahrscheinlich nicht. Okay, da sehe ich ein Fire Ice in der Hand. Ist die Frage, ob man den Beater kaputt machen will. Okay, einfach nichts, ja, gut. Peatland, es wird auch gecrackt. Und dann für 2 Mana nochmal denselben. Ich muss geschwind nebenher googeln, Freunde. Pure Steel Paladin. Danke. Danke auch, falls ihr es in die Kommentare geschrieben habt. Okay, der eine wird gebounced. Der zweite wird gefeiert. End of Turn sozusagen. Entap.
Das Board wieder leer. Oh, okay. Münzgen Bu. Oh, wie. Wir haben den Reader. Ja, die Karte ist echt legal. Völlig abstrus. Ja, das erklärt auch, warum die Wastelands nicht benutzt worden sind. Um auf 4 Mana zu kommen. Münzgen Bu immer noch ein übler Finisher. Ich glaube, das Spiel ist vorbei. Also. Es war noch nicht auf der Stelle vorbei, aber sind wir mal ehrlich. So ein 4-4 Bu, der nachher vielleicht noch Karten zieht und Schaden schießt. Ist schon ganz schön abstrus. Okay. Nochmal ein Peatland mit einem Draw. Ja, der macht wirklich alles. Okay, GG. 1-1, dann schauen wir mal, wer das entscheidende Spiel 3 gewinnt. Interessant, ich weiß nicht, ob Minsk and Boom Main Deck ist oder ob man den reinboardet. Interessante Entscheidung auf jeden Fall gegen so ein aggressives Deck wie Hammer Tie, so eine Grindy-Karte zu boarden. Aber gut. Dann geht's nach Spiel 3. Artefaktland into Esper Sentinel, glaube ich. Claire wird besser, kann ich euch schon versprechen. Bei den nächsten Videos. Wir verbessern uns auch immer weiter. Also falls ihr noch irgendwie reinschauen wollt, immer in die Streams, gerne. Und wir sind auch offen für Vorschläge. Natürlich soll es sich so ein bisschen im Rahmen bewegen, muss man gestehen. Wir können jetzt hier nicht stundenlang Equipment mitschleppen. Okay, Wasteland, Turn 1, auf das Artefaktland und dann go. Und doch relativ lange überlegt, wahrscheinlich hätte die Möglichkeit gehabt. Okay, außer Saga. Und ein Go nur. Ah, wahrscheinlich ist das eine Chalice of the Void, oder? Kann das sein? Ich sehe es leider oben nicht. Tatsächlich nicht, weil es kam kein Attack. Fetchland von Timicus Cade. Die Saga geht auf 2. Artefaktland und für 2 Mana Stoneforge mit einem anderen Artwork. Den kenne ich zumindest. Okay, der resolved auch. Bin ich gespannt. Der wird wahrscheinlich wieder den Kaltra Complete finden, weil die Saga ja gleich einen Hammer findet. Nee, findet sogar einen Hammer. Okay, spannend. Ach, das war ein Sigardas 8 da oben. Verstehe. Das ist ein Sigardas 8. Das macht natürlich Sinn. Dann kann nämlich der Stoneforge equipped werden. mit zwei Hämmern und für viel Damage angreifen. Okay. Oli mit einer Tropical, die er ins Spiel bringt. Cycled. Wir sind noch End of Turn. Ein Tiger war auf der Hand, so wie es aussah. Ja, genau, nochmal eine Tropical. Das sind einfach doch relativ grünhungriges das Deck. Also grün-blau. Von dem her machen die Cycles absolut Sinn. Okay. Dann bin ich gespannt, ob es eine Antwort gibt gegen die Doppelhammer. Da sehe ich schon Brazenborough in der Hand. Und ein Spirit Guide. Man könnte wahrscheinlich auch Tokens machen. Das ist jetzt natürlich die Frage, gell? Wenn man Tokens macht, ist man wahrscheinlich tot.
Und nochmal ein Lorien revealed. Ja, es ist nicht der einfachste Zug, muss man gestehen. Nicht der einfachste Zug. Aber wahrscheinlich ist es einfach Land legen, Go sagen, hoffen, dass Hammer Time all in geht, bouncen und dann Tokens machen im nächsten Zug. Okay, Mana in Pool. Ich bin gespannt, ob es noch mal ein Heimer ist, den man findet. Da war gerade einer. Okay. Das ist ein Shadow Spear. Verstehe. Shadow Spear auf den Stoneforge. Ja gut, das löst so ein Problem, wenn man glaubt, dass Tokens gebaut werden, weil dann trampelt man drüber. Mox Opal. Hammer. Hammer wird gespielt und equipped. Attack. Ist jetzt ein Attack für 2, 12, oder? Da kommt der Bounce. Da werden Karten rumgeworfen vor lauter Begeisterung. Mana Tide. Ah, okay. Wir sind immer noch im Legacy. Und da kommt noch mein Hammer und das ist GG. Was ein Zug. Okay. Ich glaube, Olli kann es selber nicht glauben. Okay, GG, Freunde. Bis zum nächsten Mal.